Rudy Gang mit dem Sombrero, komm mit Spinning 9 und Husten sagt Jüngling Boys. Jojojo, alles Gucci, mein Name ist Charlie Waffles, aka Young Waffleezy, aka der, der mit dem Powder Sugar tickt. Und ja, heute seht ihr mal ein MW2 Gameplay, ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Falls irgendwie mehr so Oldschool CODs wie jetzt MW2 oder COD4 oder COD5 oder ja, wie gesagt, jetzt MW2 oder Black Ops 1 sehen wollt oder vielleicht auch MW3 wie in dem letzten Video, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich hätte auch mal über Bock drauf, anstatt jetzt immer nur erwähnen, die letzte Zeit kam ja fast nur Advanced Warfare, weil mir das Spiel auch einfach selber Spaß macht und ja, falls ihr irgendwie Bock habt auch für alte CODs bis Black Ops 3 draußen ist, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Wie gesagt, mir wäre das relativ egal. Mir macht alles eigentlich Bock zu zeigen und ja, vielleicht falls ihr irgendwie einen speziellen Wunsch habt, mehr MW3 oder mehr MW2 oder vielleicht sogar auch Black Ops 2, lasse ich mich sogar durchdringen und na, Ghost nun nicht, aber ja, MW2, sogar Black Ops 2 würde ich sogar auch noch bringen und ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, mich interessiert das unbedingt mal und ja, der Oliver J. Jordan hat mich auf jeden Fall mal auf die Idee gebracht, die besten Moneyboy-Lines hier jetzt mal rauszuhauen, denn ich feiere den Boy einfach übertrieben. Ich blende euch die Lines immer ungefähr unten ein, damit ihr sie auch live mitlesen könnt quasi und ich weiß nicht, Leute, falls ihr Moneyboy nicht feiert, dann frage ich mich echt, was los mit euch ist, gar nicht, ganz ehrlich. Und falls ihr irgendwie in die Kommentare fragt, yo, was ist so dein Lieblingstrack von Moneyboy, ja? Also wenn ich jetzt Track sagen müsste, dann ist das, naja, Dreh den Swag aus ist, glaube ich, zu, Dreh den Swag auf ist ein bisschen zu 0815, würde ich sagen, deswegen, also den kennt ja halt jeder, deswegen wäre das ja langweilig, deswegen, ja, Cola mit Eis, obwohl der ist auch schon ziemlich hyped, deswegen, naja, obwohl, wenn man jetzt das Musikvideo mit einbezieht, ja, dann ist an diesem einen Tag am Rummelplatz wirklich der beste Song von Moneyboy ever. Gebt euch den Shit, der krasseste, wer da nicht heult, ja, wer bei diesem Song und dem Musikvideo nicht heult, der hat echt kein Herz, sorry. Tut mir leid. Es tut mir leid, ja. Also, falls ihr euch das geben wollt, sucht bei YouTube, was weiß ich, ja. Bester Song von Moneyboy, ja. Und, ja, meine Lieblings-Moneyboy-Lines. Let's go. So, wer Moneyboy nicht mag, wird von einem Skoda überfahrt, ja. Also, ihr müsst wissen, falls ihr den Boy jetzt echt nicht feiert oder nicht verfolgt, dann Skoda ist sowas Heftigeres als Lamborghini und Rari oder Ferrari. Deswegen, ja, natürlich hat der Boy auch einen Lambo oder einen Rari als Zweitwagen, so, aber Skoda ist so die Number One in der Auswahl und einfach heftig, muss man sagen, ja. Ey, der Boy ist so fresh, er verwendet einen Kühlschrank als Heizung. Brr. Der Boy kennt sich mit den Gerichten. Der Boy kennt sich mit Gerichten aus. Wie Anwälte. Oh. Ey, ich will ficken. Das ist ganz normal, Schlampe. Mein Schwanz ist so lang wie der einer Aral-Tanke. Brr. Ey, ich bin ein Lucky Dude. So wie dieser Gustav Ganz. Und ich kopp mir bald mit meinem Homie Gustav Ganz. Sheesh. Jeder, der mich disst, wird umgebringt. Du machst zwar Rap, aber dein letzter Song hat dumm geklickt. Halt's Maul. Sheesh. Ich komme in Fass. Nein. Ich komme in den Raum. Jetzt bin ich im Raum drin. Was? Heftigste Line auf jeden Fall. Du willst sein wie ich, aber das kannst du dir abschminken. Wenn ich sag, ich gebe dir Shots, dann red dich nicht vom Schnaps trinken, du Schnapsnase. Kein Scheiß. Bei dem Originalvideo macht er auch noch so mit der Nase. Ich feiere das einfach übertrieben, dieses, danach noch dieses, du Schnapsnase. Einfach ohne Grund. Aber diese Line ist an sich eigentlich gar nicht schlecht. So, und jetzt die, eigentlich die beste Line, die habe ich auch von Oliver J. Jordan, ja. Der Boy ist die Truth am Speaken, like ein Truthahn. Was? Die war echt eigentlich gar nicht schlecht. Ich feiere die übertrieben. Das ist echt die beste Moneyboy-Line, die ich bis jetzt so gehört habe. Ja, falls ihr irgendwie noch bessere Lines oder sowas habt oder falls ihr irgendwie mal einen zweiten Teil hiervon, also dass ihr das irgendwie als Serie machen sollt oder was weiß ich, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr nicht wisst, wie man Moneyboy feiern kann, denn dann würde ich mich am besten mal in eine psychiatrische Klinik stecken und ja,
Der Boy ist die Truth, I'm speaking like ein Truthahn. What the fuck? Und da habe ich auch so ein bisschen länger überhaupt gebraucht, bis ich die ein bisschen gecheckt habe, ja, Truthahn, ja. Und ja, wie gesagt, falls ihr davon mehr wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare oder gebt einfach einen Daumen hoch oder was weiß ich. Und ja, ich packe euch mal in die Endcard jetzt gleich noch die erste Folge von Hey Charlie, weil die ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Okay, die seid ja überdurchgedreht mit den Likes und so alles, aber von den Views her würde ich mich freuen, wenn ihr da irgendwie nochmal raufklickt oder falls ihr es noch nicht gesehen habt, ja, dann guckt da einfach mal rein. Einfach jetzt in die Endcard da in die Mitte raufklicken und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war's von mir. Das war's von hier, der Boy's out. Alles Gucci. Tschüssi.